Salve des Predatoris, willkommen bei... Heute geht es, wie ihr gerade sehen konntet, um die Bodega Filterzigarillos. Selected Tobacco, Rauchen ist tödlich, von Lidl. Die habe ich noch letztes Jahr gekauft, also heute ist jetzt für mich der 6. April und die habe ich noch im November letzten Jahres gekauft. Diese 20 Zigarren haben damals 3,70 Euro der Karton hier gekostet, was einen Stückpreis von 18,5 Cent macht. Das kann ich mir noch im Kopf ausrechnen. Auch hier enthält der Filter Kunststoff. Diese blöden Aufkleber sind natürlich jetzt überall drauf. Muss wohl so sein, weiß ich aber auch nicht genau. Ja, Rauchen ist tödlich, habe ich gerade schon gesagt. Stehen noch mehr Todesdrohungen drauf. Rauchen ist natürlich ungesund, darum macht es bloß nicht. Guckt lieber meinen Kanal an, meine Videos an. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Ich hatte den lieben Philipp vor etlichen Monaten schon mal gefragt, ob ich diese Bodega Filter Zigarillos abdrehen darf, weil die von Firma Völliger und Söhne hergestellt werden. Ich weiß nicht, ob das das gleiche Produkt ist, wie was ich schon mal vorgestellt habe. Mal schauen. Die Bodega gibt es auch noch in einer gelben Verpackung. Ich vermute, entweder sind sie leichter oder stärker oder haben Vanille drin. Wahrscheinlich haben sie Vanille drin. Ne? Die seht ihr dann irgendwann mal auf meinem Kanal. Ich möchte mich von diesen Tobacco-Reviews lösen. Da kriege ich nämlich fast kein Geld für. Wenn ich kein Geld bekomme, brauche ich mir die Arbeit nicht zu machen. Wie gesagt, da spendet mir auch keiner was oder schickt mir was von meiner Amazon-Wunschliste. Was soll ich damit in die Arbeit machen? Das ist einfach Zeitvergeudung, letztendlich egal. Ich drehe jetzt das hier noch ab, was ich noch da habe, und dann ist Feierabend. Es sei denn, ihr wollt auch unbedingt, dass ich das weitermache, also schreibt es gefälligst in die Kommentare, wenn ihr weiterhin Bock dazu habt, dass ich solche Tobacco-Reviews mache. In der Videobeschreibung findet ihr noch übrigens ein paar coole Raucher-Gadgets. Der Filter hat übrigens, ist ein Aktivkohlefilter. Aktivkohlefilter. Ich weiß nicht, was er bringen soll, aber gut. Es riecht, kommt kein Genuss, kein Geruch durch. Wir haben hier, die Verpackung ist mit einer Folie eingeschweißt. Entweder sehe ich die Reißleine nur wieder. Ach, da ist auch eine Reißleine. Gut, nehmen wir die doch. Und das müssen wir wieder. Da ist der Anfang von der Reißleine. So sieht das Ganze in Unheil ausgepackt aus. Schöner Weißton. Hier ist so eine Banderole, ein Etikett. Das habe ich jetzt aufgemacht. Bodega. Ich weiß nicht, wie man auf den Namen kommt. Klingt ein bisschen spanisch. Selected Tobacco Bodega Filter. Rauchen erhöht das Risiko zu erblinden. Ach, das auch noch. Haben die hier auch einen Filter? Nee, die haben einfach keinen Filter. Darum ist das eine andere Packung. Die Selektion der erlesenen Tabake aus den besten Anbaugebieten verleihen den Bodega-Zigarillos ihren angenehmen Geschmack. Erfahrung, Können und sorgfältigste Verarbeitung vereinen sich bei diesen Zigarillos zu einem unvergleichlichen Genuss. Sieht sehr schön hochwertig aus, wie man das von Firma Völliger, meines Lieblings-Tabakkonzerns, auch kennt. Riecht aber einfach nur nach Tabak, mild nach Tabak, sehr mild. Der einzelne Zigarillo riecht fast gar nicht. Ein relativ harter Zugwiderstand. Beziehungsweise es ist ein relativ harter Zugwiderstand. Nochmal in meiner Schublade wühlen. Das wollte ich haben. Wer noch Feuerzeuge braucht, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich habe nämlich mein eigenes Feuerzeug. Nur keine fokussierende Kamera. So sieht das aus, das ist ein Unila Dreibratfeuerzeug. Das verkaufe ich gegen Porto 1,55, das ist ein reines Werbegeschenk. Jetzt wenig Geschmack, sehr milder Tabakgeschmack. Ist natürlich Naturdeckblatt, das sieht man auch. Ich zumindest und ihr wahrscheinlich so jetzt nicht. Aber ihr jetzt auch. Ach, regnen muss es auch noch. Könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schön findet, wenn ich hier im Regen mehr oder minder sitze oder ob euch das genauso stört wie mich. Der Zugwiderstand bleibt aber hart. Ja, relativ stark, sagen wir mal so. Wenig Tabakgeschmack auch weiterhin. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich das verändert zu denen mit denen ohne Filter. Das werden wir aber die nächsten Tage mal herausfinden.
Kann man aber ganz gut rauchen, muss ich sagen. Also ich finde sie jetzt nicht unangenehm. Werden wohl nicht meine Lieblingszigarette, weil das einfach zu mild im Geschmack ist. Für Einsteiger aber ganz ideal, weil, oder für, am besten noch für Umsteiger von Zigaretten auf Zigarillos. Weil der Geschmack ist doch einer Zigarette relativ ähnlich. Aber auch für Einsteiger war es ein schönes Produkt, weil es einfach nicht zu stark ist. Ich kann mir vorstellen, dass ein Zigarillo-Neuling da ein Problem mit hat, wenn ich da so einen richtig starken Zigarillo raushaue. Oder wenn er einen richtig starken Zigarillo rauchen möchte. Wir machen mal den Abaschtest hier mit meinem selbstgebauten Aschenbecher. Der hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Müsste mal einen neuen Aschenbecher bauen. Könnte mir auch einen kaufen von meinem Amazon Affiliate Links, aber ich habe noch nie einen Aschenbecher bezahlt. Warum soll ich das jetzt machen? Ach ja, Durchmesser ist übrigens, ist halt ein ganz normales Zigarillo-Format, so lang wie eine ganz konventionelle Zigarette. Ich kenne auch keinen, der Bodega-Zigarillos raucht. Ich habe die auch nie irgendwo im Café oder im Bahnhof oder sonst irgendwo liegen sehen. Sie sind wohl nicht allzu bekannt, auch wenn eine ganz bekannte Firma dahinter steckt. Gibt recht wenig dazu erzählen. Das ist ein ziemlich unaufgeregtes Produkt. Unaufgeregt ist ein schöneres Wort als langweilig, finde ich. Man kann sie wohl rauchen, das ist logisch. Ob das jetzt ein Wohlgenuss ist, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich sage das ganz ehrlich. Also nochmal kaufen werde ich mir die nicht, weil es einfach zu wenig Geschmack für mich ist. Aber es ist einfach für Einsteiger und Umsteiger ein ideales Produkt. Ich weiß auch nicht, ob die auch von Firma Villiger unter einem anderen Namen vertrieben sind. Das weiß ich nicht. Ich hatte erst die Vermutung, aufgrund der Schachtel, dass das halt genauso ist wie die Villiger Premium. Wie diese hier oder die Villiger Premium Black. Aber die schmecken komplett anders. Und muss ja auch durch den Preis halt was ganz anderes sein, weil die Schachtel kosten jetzt 3,70 € von Bodega. Und mal gucken, was die Reut damals gekostet haben. 6,50 €, also fast das Doppelte. Bis auf 90 Cent rechnen kann ich gerade noch. Ich weiß leider auch nicht, was für Tabake da drin sind. Ich habe mich auf meine Sendung nicht vorbereitet, wie eigentlich immer. Aber gut. Ich rauche mal eben ohne euch weiter ein Stückchen und dann melde ich mich nochmal zu Wort, um euch zu verabschieden. Ja, leider Gottes hat es immer noch nicht aufgehört zu regnen. Natürlich jetzt wohl, wo ich das Intro, das Outro sprechen will, hat es natürlich aufgehört. Zum Kotzen. Auch der Rest lässt sich immer noch gut abaschen, muss ich sagen. Zum Ende hin würde der Geschmack auch ein bisschen stärker, muss ich sagen. Aber zum Ende hin gefühlt sind wir besser zum Anfang. Nö. Eigentlich müsste ich das Video jetzt normal drehen, nein, aber... Sind wohl ganz gut, kann ich nur sagen. Probiert sie mal aus, darf ich nicht sagen, weil Rauchen ist tödlich. Rauchen schadet der Gesundheit, Lungenkrebs und so weiter und so fort. Lieber ein Abo reinhauen in meinem für meinen Kanal. Neben Zigarillo-Reviews oder Tobacco-Reviews mache ich auch noch etliche Handwerklich-Projekte. Ich koche auch gerne, ich grille auch gerne. Ja, das ist so das, was ich auf diesem Kanal mache. Könnt ihr auch sehen. Also ich habe jetzt ungefähr 400 Videos in meinem Leben gemacht. Oh. Schon viel Arbeit in diesem Kanal. Ja, guckt also weiterhin unten in der Videobeschreibung, da sind ein paar coole Raucher-Gadgets verlinkt. Ihr könnt mir auch gerne was von meiner Amazon-Wunschliste schenken, sofern die dann funktioniert. Fanpakete habe ich auch schon mal ein paar Mal bekommen, von Philipp, war das letzte, dann noch von Alexander, richtig Alexander aus Aachen. Ja, mich immer sehr gefreut, finde ich immer cool, wenn ich mitten im Jahr Geschenke auspacken kann. Ich weiß ja nie, was da drin ist vorher. Das finde ich immer ganz witzig, macht mir auch total Spaß. Mal gucken, ob ich den Monat nochmal irgendwas bekomme, mal schauen. Ja, wie schon mal öfters erwähnt, Zigarillos raucht man nicht auf Lunge, ich zumindest nicht, einige machen es. Mein Ding ist es nicht, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Mein Ding wird das wohl nicht werden. Mir steht jetzt der letzte Zug dieses Zigarillos bevor. Riecht aber auch sehr angenehm, da muss ich mal lobend erwähnen. Ich lasse jetzt diesen Zigarillo ausgehen, schmeiße ich meinen selbstgebauten Aschenbecher. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir Like und Abo da, habe ich schon ein paar Mal gesagt. So heißt mein Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
Thank you.